Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen sehr speziellen Adventskalender, denn normalerweise kommt man da so gar nicht dran. Und das ist der The Bind Corp Adventskalender. Den bekommt man nämlich nur in Holland. Und eine wundervolle Followerin hat mir den zukommen lassen. Also ich habe ihr den natürlich bezahlt, aber sie hat mich gefragt, ob sie ihn mir besorgen darf, kann, soll, ne? Und ich habe ja gesagt, genauso wie auch die liebe Nicole von Chiquitas Place für eine zweite Meinung. Schaut auch gerne bei ihr vorbei. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen dieses kleine Schätzelein mal anzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist halt ein super geiler Adventskalender, der ja so ein bisschen, also The Bind Corp ist ungefähr wie zum Beispiel das KDW, ne, hier in Deutschland. Und die haben halt einen Adventskalender rausgebracht, der kostet 149,90 € und soll einen Warenwert von 700 € beinhalten. Wenn man nach Holland fährt, kann man sich den natürlich in, ich glaube, Amsterdam oder so kaufen. Das ist für mich jetzt so leider nicht ganz wirklich möglich. Und ja, ich habe ihn hier und weil ich so unfassbar dankbar dafür bin, dass ich so eine krasse Community wie euch habe, die sowas mir sogar organisieren. Mir haben auch andere geschrieben, ob sie mir ihn organisieren sollen. Ich würde es einfach total überwältigen, ne? Deswegen möchte ich in diesem Video eine Verlosung machen. Und zwar verlose ich einen selbst erstellten Adventskalender. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Den muss man auch irgendwie ganz verrückt aufklappen. Erwin braucht noch eine Freundin. Eine Freundin für Erwin konnte ich auf die Schnelle nicht finden, aber ich habe hier zwei Stühle, die das Bild wahrscheinlich so ein bisschen dunkel machen werden. Weil den Anblick will ich euch nicht vorenthalten. Wir starten am 1. Dezember. Das sieht so edel und so schön aus. Also schade, dass die echt nicht mehr nach Deutschland liefern. Ich weiß gar nicht, warum. Das startet direkt mit einem Knaller. Das machen andere eine 24. Von der lieben Charlotte, das Airbrush Flawless Setting Spray. Das sind 34 ml hier drin. Und ja, das ist das Setting Spray von der lieben Charlotte. Tilbury. Das finde ich ja mal richtig krass. Richtig krass. Und das ist schön. Das mag ich. Das macht so ein richtig schönes Flawless Finish, aber halt jetzt nicht irgendwie mattiert oder so. Ich finde, das lässt alles sehr gut miteinander verschmilzen. Habe ich auch da. Ist eins meiner allerliebsten Setting Sprays, die es so gibt. Schön. Ich glaube, ich werde die ganze Zeit auch nur schön sagen und ehrfürchtig sein. Aber ein kleines bisschen Kritik muss der Adventskalender sich gefallen lassen, denn es gibt keine Zwischenebenen. Huhu. Ja, der 2. Dezember ist jetzt hier. Und das ist ein wirkliches Wow-Produkt. Das ist von Color Wow, der Dream Coat, das Supernatural Spray mit 50 ml. Ein richtig tolles Produkt. Ich kann euch nur empfehlen, dass wenn ihr das verwendet, ihr bekommt das übrigens, sie fängt Sätze an und hört nicht auf, ne? Also, wenn ihr dieses Produkt verwendet, ist es so, dass man definitiv seine Haare auch glatt föhnen sollte. Ansonsten kann das nicht seine komplette Wirkung entfalten. Wenn ihr auch Bock auf das Produkt haben solltet, könnt ihr bei Purish vorbeischauen. Da bekommt ihr nämlich mit Claudis Welt 10 10% Rabatt auf alles von meiner Collection-Zeit und auch auf alles, was gerade halt im Sale ist, was also im Prinzip sehr, sehr viel ausmacht, womit ihr quasi, worauf ihr sparen könntet, ne? Und ja, das ist ein sehr schöner Leave-In. Selbstverständlich auch mit dabei ist bei diesem Adventskalender die Nummer 3. Okay, was ist das? Fiona Frenchimon, Number One Hairpin. Okay. Bist du wirklich nur ein Hairpin? The Essence of Your Hairstyle. Ist das wirklich nur ein Haarpin? Ist das so ungefähr das teuerste Füllprodukt, was man sich vorstellen kann? Ich glaube schon. Bei dieser edlen Verpackung, ne? Huch, hierbei. Oh. Entschuldigung. Ich wollte sie nicht in ihrer Situation hier stören. Ich glaube, ich muss das oben festhalten. Also, das ist nämlich richtig schön edel hier eingepackt. Leute, was ist das? Kenne ich nicht. Mal was anderes als Invisibubble. Hier haben wir die Nummer 4. Riesengroß ist das Schätzelein. Du hast hier drin übrigens QR-Codes, wo du scannen könntest, was du da gerade in deinen Händen hältst. Oh, okay, das ist von Caudalie aus der Venu Pure Reihe, die ich leider nicht so gut vertrage. Das Purifying Gel Cleanser Produkt mit Salicylsäure und organischen essentiellen Ölen. Das ist, glaube ich, das Ding bei mir. Und Traubenwasser, 150 ml. Das ist ja mal ein Oschi, ne? Und Gesichtsreinigung ist immer der erste Schritt von unserer Gesichtspflege, ne? Weil die Leinwand muss quasi rein sein. Hier habe ich jetzt den 5. Dezember. Ja, und das ist halt die Sache. In diesem Adventskalender finden wir sehr, sehr viel Parfüm, ne? Fugazi Angel Dust. Das Eau de Parfum mit 8 ml halte ich hier in meinen Händen. Und ich würde sagen, das schauen wir uns doch mal mit der Nase an, was das so kann. Der Engelstaub. Ist jetzt einfach so ein Sprüher, ne? Was ich positiv finde. Hat was sehr Orientalisches.
würziges. Für mich ein schöner Duft, den ich mit einem süßlichen oder blumigen Duft kombinieren würde. Ansonsten wäre der mir wahrscheinlich zu schwer oder zu herb. Jetzt kommt auch gerade irgendwie so eine leicht cremige Note mit. Aber letztendlich sehr, sehr würzig und sehr intensiv. Wow. Für uns Nikolaus, der 6. Dezember. Oh, hier ist Nars drin, Leute. Krasses Pferd. In der Farbe Orgasm, der Afterglow Liquid Blush. Und da sind 7 Milliliter drin. Den müsste ich auch selber noch da haben. Der ist von der Farbintensität nicht so krass unterwegs, ne? Aber an und für sich ein sehr, sehr schönes Produkt. Da muss man einfach nur gucken, dass man auch den entsprechenden Ton hat. Jetzt will er meinen Wichtel scharf stellen. Das ist ja alles unglaublich hier. Oh, das riecht aber sehr interessant. Das riecht hier jetzt, ne, das entfaltet sich gerade so richtig. Naja, ist eine Originalgröße, finde ich richtig abgefahren. Leute von heute, der 7. Dezember. Pitta Growth Serum by Shampoo. Keine Ahnung, formulated to thicken, volumize and strengthen hair. Oh, 30 Milliliter sind hier drin. Also ein Serum, was wir dann wahrscheinlich für, also das mit den Wichteln ist gerade echt blöd, ne? Die will ja die ganze Zeit scharf stellen. Ich meine, die sind scharf, die sind wunderschön. Hab ich alle mal geschenkt gekriegt, aber hallo? Vielleicht kommt jetzt die Kamera etwas mehr klar. Ja, guck mal, haben wir es auch hingekriegt am 7. Dezember. Herzlichen Glückwunsch, Claudi. Ja, ein Serum für die Kopfhaut. Sowas finde ich auch immer sehr, sehr nice. Genau, so schaut das einmal aus. Das dürfte auch eine Originalgröße sein. Und sowas verwende ich persönlich immer gerne. Ich mag es einfach, meine Haare zu pflegen und ihnen halt ganz viel Liebe zu schenken. Und ja, dann sehe ich auch zu, dass ich dann auch die Kopfhaut pflege. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und sie ist sehr leicht. Klar, natürlich haben wir hier auch super edle Augenpatches drin von MZ Skin bei Dr. Mariam Zamani. Hydra Bright Golden Eye Mask. Die sind, also diese MZ Skin, ne? Die sind irgendwie in vielen super teuren Adventskalendern drin. Ist das irgendwie so krass im Hype? Ich weiß es nicht. Oder ist das so ein Augustinus Bader-Ding? Wow, auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas super Schweres freuen. Und etwas sehr, sehr, sehr Großes. Das ist meine Ansage. Es ist ein Toner, ne, den ich zum Beispiel beim Dalton-Adventskalender vermisst habe. Der ist super, aber mir fehlt da ein Toner. Da habe ich mein Video im i verlinkt. Pixi Skin Treats Glow Tonic mit Glykolsäure und da sind 250 Milliliter. Das ist jetzt nicht unbedingt für jede Haut geeignet. Ich persönlich kann diesen Toner leider nicht verwenden, weil ich kann mir nicht zweimal am Tag Glykolsäure aufs Gesicht hauen. Dann weint meine Haut, glaube ich, sehr. Und ich glaube, wenn überhaupt, kann ich das so einmal am Tag oder alle paar Tage mal machen, weil du hast halt bei Glykolsäure das AHA, was ja eine Fruchtsäure ist und da muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Mit sensibler Haut auf jeden Fall. Hier darf es jetzt mit der Nummer 10 weitergehen. Hier haben wir nochmal ein Parfum drin und zwar das Penhaligans Helvetti Eau de Parfum. Hier haben wir drin enthalten wie viel Milliliter? 10. Oh, das sieht aus wie ein Unisex-Duft, oder? Weil ja, sehe ich schon direkt diese holzige Verpackung. Da würde ich jetzt eigentlich erstmal auf den ersten Blick vermuten, dass es etwas wäre, was meinem Freund sehr gut gefallen könnte. Auch hier haben wir einen Sprayer. Yay. Ein sehr feiner Sprühstoß. Oh, der ist sehr würzig, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein, also für mich persönlich, nicht nur Unisex, das ist für mich ein Herrenduft. Der ist auch sehr herb, würzig, richtig krass würzig. Der wird auch ein bisschen so in die holzige Note, ne? Wir befinden uns bei der ersten Schnapszahl. Die Nummer 11 befindet sich in meinen Händen und mal schauen, was sie uns kredenzen wird. Auch das ist ein Leave-In und das ist super gehypt. K18 ist das, nämlich diese Leave-In Molecular Repair Hair Mask mit 15 Millilitern. Soweit ich gehört habe, ist es aber eher etwas, was man halt quasi bei blondierten Haaren verwendet. Also wenn du wirklich chemisch behandeltes, gefärbtes Haar hast, habe ich nicht. Ne? Deswegen wird das hier wahrscheinlich auch nicht bei mir bleiben und dementsprechend freue ich mich zwar drüber, für die Leute, die es auch drin haben und gerne verwenden werden, aber für mich ist es jetzt nicht unbedingt geeignet. Der 12. Dezember ist riesig, aber irgendwie super leicht. Oh, guck mal. Dor and Rose? Okay. Dory and Rose. Heißen die vielleicht Dore und Rose?
Eine Schlafmaske. Ja, auch in diesem Adventskalender befindet sich eine sehr, sehr schicke Schlafmaske. Ich liebe die Farbe. Dieses Mintgrün ist volle Elle toll und auch sehr schön weich. Und ne, wenn du halt irgendwie über die Feiertage verreist und da gibt es halt kein Fenster, ist es ganz schön. Oder wenn du im Flugzeug schlafen möchtest oder wo auch immer im Zug, ne? Ja. Was ist eigentlich euer liebstes und euer meist gehasstes Füllprodukt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Da wir 25 Boxen bei diesem Adventskalender haben, ist die Nummer 13 jetzt die exakte Halbzeit. Und auch bei diesem Adventskalender darf die liebe Paula nicht fehlen. Paula's Choice, das Exfoliate Skin Perfecting Produkt mit 2% BHA, ein Liquid Exfoliant, also Salicylsäure. 118 Milliliter sind hier drin enthalten. Und das ist halt auch ein Produkt, was sehr, sehr gehypt ist. Paula's Choice ist eine Marke, über die viele sprechen. Wobei damals haben mehr drüber gesprochen als mittlerweile. Keine Ahnung warum. Ich mag die Produkte von Paula's Choice eigentlich schon sehr, sehr gerne. Und BHA ist mehr so für Unreinheiten. Das heißt, wenn du halt ja so diese Hornschicht auf der Haut lösen möchtest und alles schön, ne, gepeelt und sauber haben möchtest, dann kommt das ganz gut. Und ja, ne, hab ich euch schon gesagt, ich habe ein Video über Peelings gedreht. Muss man sich immer ein bisschen rantasten. Und ich finde es immer sehr gut, wenn die das halt auch so in die erste Hälfte vom Adventskalender reinpacken. Der 14. Dezember enthält zwei Sachen von Y. Oh! Y ist eine schöne Marke, die habe ich bei Lookfantastic mir auch schon mal bestellt, Shampoo und Conditioner, da könnt ihr mit Claudi Welt übrigens immer den ordentlichen Rabatt raushauen, ne? Und da habe ich auch alle beide Produkte schon ausprobiert. Einmal habe ich hier das Scalp and Body Scrub, Saint-Barth, haben die irgendwie zusammengearbeitet? Oho, 30 Gramm sind hier drin enthalten. Sowas kannst du wirklich gut für deine Kopfhaut verwenden, ich glaube, das ist ein Salzpeeling, ne? Und wenn du halt sagst, Mensch, ich habe aber gar keine sensible Kopfhaut und möchte das gar nicht dort anwenden, dann nimm es als Körperpeeling, da funktioniert es auch sehr, sehr gut, aber am besten nicht direkt nach der Rasur. Das tut weh. Finde ich gut, dass es hier mit drin ist. Ein schönes Produkt. Und dann noch ein Leave-In-Conditioner. 25 Milliliter haben wir hier drin enthalten und das soll halt einfach die Haare entwirren und soft machen. Ich mag es immer lieber, ich weiß nicht, wie das bei dem jetzt der Fall ist, wenn man in einem Leave-In-Conditioner auch einen Hitzeschutz drin hat, weil sonst muss ich quasi sowohl einen Leave-In-Conditioner als auch einen Hitzeschutz verwenden. Das finde ich manchmal einfach ein bisschen aufwendig, weil ich verwende ja schon so viel und dann noch mehr. Naja, gut. Aber ein schönes Produkt, auch hier gute Haarpflege mit am Start. Nicht schlecht, Herr Specht. Wow, der 15. Dezember ist ja mal dermaßen schwer. Was haben wir da drin? Ein Backstein. Nicht ganz. Wow, ich glaube, so groß habe ich das noch nie gesehen. Von Molton Brown, das Orange and Bergamot Bath and Shower Gel haben wir hier drin enthalten. Und das sind wie viel Milliliter? 300, wow. Also mit Orange und Bergamotte, das ist leider nicht so ganz meine Duftrichtung und auch ein absoluter Unisex-Duft, wenn man das halt so zitrisch auch gerne mag. Ja, ein Duschgel. Das ist ein Klopper. Ich glaube, die haben sich das auch ein bisschen zu Herzen genommen. Letztes Jahr war der Adventskalender ja, glaube ich, mit relativ kleinen Kläppchen unterwegs. Ich hatte den auch von Nicole letztes Jahr gekriegt. Und da hast du halt nicht die Möglichkeit gehabt, so große Sachen reinzupacken. Das ist jetzt natürlich volle Elle möglich, ne? Wohingegen der 16. Dezember sich sehr, sehr leicht anfühlt. Das ist doch ein Witz. Ich glaube, das weiß ich nicht. Was ist das? Ein Mini-Beauty-Blender. Ich glaube, die wollten einfach mit dabei sein, aber keine Ahnung. Der ist klein. Der ist wirklich sehr, sehr klein. Irgendwie witzig, finde ich. Sei es diese Riesenklopper und dann kommt dieser kleine Beautyblender. Hi, ich bin auch noch da. Ein Tag vor Heiligabend habe ich hier den... Ach Quatsch, einen Tag. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Oh, das kenne ich noch gar nicht. Juliette Hessegan, das Vanilla Wipes. 7,5 Milliliter sind in diesem Parfum drin enthalten. Das finde ich jetzt sehr interessant, ne? Das kenne ich nicht. Also das normale Juliette Hessegan oder Parfum hatten wir ja öfter schon mal irgendwo mit drin. Aber Vanilla Vibes. Riecht jetzt erstmal wie ein Vanilla Shot quasi. Aber jetzt kommt die Vanille und die kommt sehr schön. Das riecht nämlich so natürlich wie so eine richtige Vanilleschote. Mega angenehm. Übrigens macht die liebe Nicole auch eine Verlosung in ihrem Video zu dem Adventskalender-Unboxing. Schaut gerne, wie gesagt, bei ihr vorbei. Hier sind wir jetzt in der Weihnachtswoche und ich habe hier den 18. Dezember. Olaplex finde ich immer ein bisschen schwierig, ist aber öfters drin enthalten, ne? Weil viele stehen drauf. Das Olaplex Nummer 9 ist das Bond Protector, das Nourishing Hair Serum mit 90 Millilitern. Also das ist ja mal riesig. Sowas Großes, das finde ich total toll. Ich persönlich, wie gesagt, habe vor Olaplex immer ein bisschen Angst, weil da wird immer gesagt, da kannst du nicht dies, das und Ananas mit verwenden. Und am besten machst du das nur, wenn du chemisch behandeltes Haar hast und so weiter. Der 19. Dezember. Ach, wow. Mensch, Kiehl's.
den eigenen Adventskalender so winzig gestalten, aber wenn sie irgendwo mit drin sind, hauen sie raus, ne? Der Ultra Facial Cleanser ist es nämlich mit 75 Millilitern. Ja, wir hatten schon eine Gesichtsreinigung hier drin, aber vielleicht ist die ja bis zum 19. Dezember leer. Man weiß es nicht, ne? Und dann kann man sich das von Kiehl's mal anschauen. Das werde ich auf jeden Fall deutlich besser vertragen, weil das einfach auch milder ist. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Ich will gar nicht, dass dieser Adventskalender aufhört, auch wenn er mich tatsächlich ein Stückchen überfordert, wenn ich ehrlich bin. Marlene & Götz Vitamin E Face Moisturizer. What? Das ist bestimmt ein Toner, ne? Mit 118 Millilitern. Finde ich sehr, sehr interessant. Das ist eine Marke, die ich jetzt auch schon öfters mal so in Boxen und so weiter gesehen habe und auch in anderen Adventskalendern. Aber ich hatte noch nie so eine große Größe von denen in den Händen. Und das ist mit Kamille und so. Und das finde ich gut. Mag ich. Auch die Nummer 21 ist echt schwer. Also du hast hier im Prinzip alles, also Pflege und so fürs komplette Jahr mit drin. Ich habe hier wirklich einen Backstein gefunden, Leute. Oh mein Gott, das ist so gut. Das hatte ich mal in klein. Kevin Murphy, das Angel Wash Shampoo for Fine Hair. Color Safe. Okay, 250 Milliliter. Ey, das hatte ich wirklich mal in einer winzig kleinen 30 Milliliter, 25 Milliliter Größe. Und jetzt habe ich da so ein Oschi von. Sieht das nicht witzig aus mit diesem Prümpel da unten? Der 22. Dezember. Jetzt dürfte auch mal wieder ein bisschen dekorative Kosmetik kommen, ne? Hätte ich nichts drum bei, muss ich sagen. Oder BDK Perfumes. Gris Charnel, Eau de Parfum. Okay, ein grauer Chanel. Mhm. Ich glaube, hier sind auch 10 Milliliter drin. Da steht jetzt so nichts drauf. Würde ich jetzt aber einfach mal ganz frech vermuten. Meine Güte, sind das auch große Sachen, ne? Das hat ein bisschen was. Ein sehr frisches, fast minziges. Auch was Zitrisches ist mit dabei. Ja, also die zitrischen Freunde werden hier auf jeden Fall in ihren Genuss kommen. Aber auch irgendwas, was mir hinten im Hals kratzt. Vielleicht nicht ganz so mein Duft, aber das muss ich halt auch nochmal separat riechen. Ne? Also nicht, wenn ich jetzt sowieso gerade schon, was weiß ich, wie viele Düfte gerochen habe und ich muss safe was trinken. Der 23. Dezember ist der Tag vor Heiligabend. La Barreau, A Day Formula, 15 Millilitern. Was ist das? Plumping Collagen Serum. Oh, schön. Use in the morning. 15 Milliliter, wie gesagt, sind hier drin. Ein Gesichtsserum kann man immer sehr gut gebrauchen. Und Kollagen verwende ich eigentlich meistens abends. Aber wenn hier drauf steht morgens, dann verwende ich das auch morgens, ne? Genau, das macht wirklich auch so einen aufplampenden Effekt fürs Gesicht. Das mag ich. Dann wollen wir mal schauen. Der 24. Dezember ist jetzt der vorletzte Tag des Adventskalenders für uns Heiligabend. Ah ja, okay, das ist ein teures Produkt, aber ich verwende sowas nicht von Balmain Paris. Das Texturizing Volume Spray. Ja, Volume and Hold soll das geben, also Volumen und Halt. 200 Milliliter sind hier drin enthalten. Wie gesagt, ich verwende sowas nicht unbedingt, weil ich halt nicht wirklich Frisuren mache. Aber sicherlich freut man sich darüber, weil das ist eine sehr, sehr gute Marke, wenn man halt solche Produkte verwendet. Ne? Und dann kommen wir zum Highlight, die Nummer 25. Übrigens könnte hier auch gegebenenfalls irgendein goldenes Ticket drin sein, was ich natürlich hier nicht drin habe. Aber ne, in der Theorie sind hier in den Adventskalendern alle goldene Tickets für, ich glaube, eine Reise nach Bali versteckt. Oder nee, irgendwas ist da. Irgendwas Verrücktes. Schön, die NARS Climax Mascara in der Originalgröße. 6 Gramm sind hier drin. Die Dramatic Volumizing Mascara ist es nämlich. Und sowas finde ich doch mal richtig toll als Highlight des Adventskalenders. Müsste ich auch noch in der kleinen Variante da haben, weswegen ich euch jetzt einfach mal lieber das Bürstchen einblende und ja, ihr dann jetzt hier von außen mal seht, wie das hier so aussieht. Ne? Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hochpreisige Marke. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ist das jetzt das absolute Highlight des Adventskalenders? Nicht so wirklich, oder? Für mich ganz persönlich hätte hier definitiv mehr dekorative Kosmetik drin sein dürfen. Zählt man aber die ganzen Parfums als dekorative Kosmetik, ist es definitiv ja auch sehr, sehr gut drin vertreten. Ne? Also ich finde, dass dieser Adventskalender einfach richtig krass unterwegs ist. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten sie in der 24 oder in der 25 eine kleine Lidschattenpalette reinmachen können. Aber ganz ehrlich, das ist wirklich ganz hohes Niveau, auf dem ich jetzt kritisiere, weil das ist ja ein Adventskalender, der im Prinzip ja, 150 Euro kostet und für den du einfach sowas Krasses bekommst, der lässt sich nicht vergleichen mit dem von Look Fantastic oder von, keine Ahnung, Purish oder Glossy Box oder sonst irgendwas. Purish habt ihr noch nicht gesehen, kommt sehr bald. Nächste Woche Montag kommt das komplette Unboxing und vielleicht am Wochenende schon ein kleiner Teaser dazu, man weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich diesen Adventskalender sehr, sehr nice.
Wenn man ein Freund von Nischendüften ist, wenn man Bock auf Pflege hat und vor allem auch auf Haarpflege, denn das ist hier schon sehr, sehr viel vertreten. Ne? Aber ich finde schon, dass es ein Adventskalender ist, wo du jeden Tag ein Wow bekommst und der einfach Spaß macht. Ich bedanke mich von Herzen dafür, dass die wundervolle Nicole K. ihn mir zugänglich gemacht hat und dass ich ihn euch zeigen durfte. Denkt auf jeden Fall an die Verlosung, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr gerne in der Infobox vorbeischauen. Ne? Und wie gesagt, gerne auch eure Meinung zum Adventskalender in die Kommentare. Sektion schreiben und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!